Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Modern Sky Block 3 Departed, zusammen mit der lieben Blue Jenny, die mir mein Eisen klaut. Halli und hallo und natürlich mit dem lieben Sir Lance, der sein Eigentum nicht nimmt. Ja. Meine Stimme haut ab, sorry. Ja, merke ich. Kannst du vielleicht mal kurz, was heißt kurz, aber demnächst mal die Baumfarm hier wegmachen? Irgendwie nervt die ein bisschen. Ja, kann ich machen, das könnte ich. Also, ich habe heute ein paar Sachen geplant. Und zwar will ich versuchen, die Teile hier alle auf Eisen abzugraden. Dementsprechend läuft ja schon mal ein bisschen was an Eisen durch. Und ich möchte die Fusion Table ein bisschen schöner hinstellen. Und dass wir die mal dauerhaft stehen haben können und nicht immer irgendwie was da rausfällt und die Rezepte wegfallen und so weiter und so fort. Das nervt einfach nur momentan. Dementsprechend brauche ich gebrannten Stein, den ich natürlich nicht vorbereitet habe, intelligenterweise. Weil ich da nicht drauf geachtet habe. Shit. Okay, dann dauert es noch ein bisschen. Ich kann aber die beiden theoretisch schon mal abreißen. Also, ich habe mir gedacht, dass ich die im Boden reinsetze. Ich finde die Idee irgendwie ganz cool. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich gut ist oder ob das schlecht ist. Ja, werden wir demnächst dann sehen. Also, wir brauchen auf jeden Fall einmal dieses Rezept. Das heißt, Redstone, das und... Okay, das Eisen brauchen wir vorher einmal. Das heißt, ein davon und ein paar davon und ein von denen. Das läuft jetzt durch. Ah, ja, haben nicht ganz zwei rausgekriegt, war ja irgendwie klar. Dann, dafür brauchen wir Redstone, zwei davon, ein davon und das Teil. Dann haben wir das zweite Rezept schon mal drinnen. Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein Tisch für Glas, um das klein zu machen. Und ein für Iron Alchemical Dust. Das heißt, wir brauchen noch zwei Stück. Ah, passt sogar perfekt. Na, komm schon. Ach du heilige Scheiße. Was denn? Ich habe es gewagt, K zu drücken. K? Was ist das? Rotation Lock? Okay. Was macht das? Hä, macht doch gar nichts. L, nicht K, Entschuldigung. Ach so, ja, das sind die Achievements. Das sind die neuen Achievements. So sieht das bei Minecraft mittlerweile, glaube ich, immer aus. Die Frage ist, es gab doch diese Tabelle, die wir gucken konnten, was sie machen, oder beziehungsweise Beschreibung in der Mod. Wo ist die? G. Wir haben doch sicherlich noch irgendwo Holz. Ja, aber da sehe ich kein Tinker's Construct. Ja, das kann sein, dass Tinker's Construct da nicht mit drin ist. Das ist eigentlich nur die Mechanik wirklich, die neu ist. Also die explizit hierfür ist da. Du meinst wahrscheinlich wegen der Tinker's Construct Quest, oder? Ja. Bist du auch schon fast fertig. Ich hab dir gesagt, du musst dir das angucken. Gut, dann jetzt zwei von denen noch. Dann haben wir hier einmal Glas. Darf auch gerne schon mal durchlaufen. Und wir haben einmal Rotten Flash und Blaze Powder und das darf gerne zweimal durchlaufen. Denn wir brauchen hier noch jede Menge. Kannst du noch Sand fertig machen und Glas machen? Ja, kann ich. Machst du es auch? Ich habe 21 Glas sogar noch einstecken. Okay, so, ich investiere jetzt einfach mal. Hast du gerade bekommen. Danke. Wobei, ich brauche noch einige. Warte, ich glaube, ich brauche diesen Tank. Warte mal. Hier. Ich kriege damit schon erstmal genug. Ich muss ja nur noch ein bisschen Eisen zusammenkriegen. Darum geht's ja nur. Oh. Ja gut, 27 Eisen mal eben rausbekommen. Beziehungsweise Alchemical Dust und das wird halt zu Eisen. Gut, das heißt, wir können jetzt eigentlich das schon alles bauen, wenn mich nicht alles täuscht. Sollte für einmal das Teil, und ein Frame an sich reichen.
Ja, hat gereicht. Perfekt. Dann einmal abreißen. Und das ist genau das falsche Teil. Och nö, jetzt habe ich den Heater gebaut. Wie stellst du Lava her? Lava? Kann ich dir gleich sagen, einen Moment. Ich habe nur gerade mal ein kleines Kann Upgrade ich drei gemacht. Eisen haben, bitte? Drei Eisen willst du haben? Ja, gut, komm hier. Ich brauche noch mehr Holz. Wo hast du das ganze Holz hingelegt? Ach, hier. In einer Kiste speziell für Holz? Ja, habe ich gerade gesehen. Gut, dann haben wir das und ich brauche jetzt noch den Kondenser. Okay, das wird ein bisschen länger dauern. Was machst du da? Eisen machst du mit einem Blaze Rod Block Powder irgendwas. 2x2 Blaze Rod. Nein! Nein! So, aber ich wollte jetzt mal eben gucken, was wir für einen Hopper brauchen. Ah, okay, es gibt nur einen Woodhopper. Perfekt eigentlich. Also kurz zur Vorwarnung, was ich sagen wollte, bevor Jenny mir ins Wort gefallen ist. Ich möchte das Projekt, ja, ein bisschen anders gestalten. Und zwar will ich nicht ganz so viel vorbereiten. Das heißt, klappt das? Ist der einfach nur voll oder? Hä? Iron Casing Stone Condenser? Warum funktioniert das nicht? Hä? Shit, da ist Wasser drin. Können wir Glas abbauen? Ja. Okay. Genau, also ich will nicht. Nein, können wir nicht. Wir können es abbauen, aber es wird kaputt sein. Ha, ha, ha. Komisches Wesen, ey. Natürlich meine ich, ob wir es abbauen können und wiederbekommen. Nee, also, das nicht. Ja, tendenziell ist halt die Idee, dass wir nicht ganz so viel vorproduzieren. So. Hey, es geht alles ganz ein Stück schneller. Jetzt ist die Frage, droppt er das rein oder nicht? Müssen wir gleich mal gucken. Genau, also dementsprechend haben wir da auch nicht viel vorbereitet. Oder eigentlich gar nichts, streng genommen. Ich habe echt also, null Ahnung. Lava? Immer noch. Blaze. So, So. Blaze? Hier. Da musst du eine aufstellen und eine Fackel drunter. Okay, mit Wooden Hopper scheint es nicht zu funktionieren. Hä? Was meinst du damit? Du musst das aufstellen. Dann eine Fackel drunter packen. Und dann wird es langsam, aber stetig zu Lava. In Wasser. Soll ich es einfach so blink hier platzieren? Einfach so. Ja, also mach natürlich irgendwie eine Steinform oder irgendwas. Darunter muss die Fackel. Hast du letztes Mal nicht aufgepasst? Ja, habe ich nicht. Ja, merke ich. Ja. So, komm schon. Danke. Dann habe ich jetzt einmal das Teil und jetzt brauche ich noch 6 Eisen und dann bin ich damit erstmal durch. Und mein Inventar ist mit sämtlichen schönen Zeug voll. Was ich alles gerade nicht brauche. So, ich habe auch keine Ahnung, wofür habe ich wohl den ganzen Kram im Inventar? Das geht nur einen Block. Bing, bing, bing. Kann ich es von hier unten reinklicken? Nö, natürlich nicht. Hä, aber warum? Aber wie lange dauert das ungefähr? Lange. Also, das ist nicht mal irgendwie gelogen. Es dauert wirklich lange. Also, ich würde mir gerne mal die ganzen Rezepte vom Kondenser anzeigen lassen. Ich kann Eisen machen, ich kann Eisenerz könnte ich sogar machen. Hm.
Gut zu wissen. Na, da ist Nummer 6. Und den Kondenser. So, ich weiß, ich habe jetzt wieder Material verschwendet, aber ist mir egal. Hauptsache, es geht jetzt ein ganzes Stück schneller. Also wir haben jetzt 100% Speed und 144% Effizienz. Ich glaube, das lässt sich sehen. So. Dass man hier auch nicht mehr reinpacken kann. Komisch. Naja, auf jeden Fall kriegen wir demnächst ein bisschen mehr Eisen. Oh, geht sogar echt ein ganzes Stück schneller. Und wir kriegen aus einem Teil 6 Eisen mittlerweile. Das kommt wieder irgendwo hin. Und dann kann ich mich jetzt doch noch um die Quest kümmern. Upgrades sind fertig. Ging schneller als gedacht. Ich muss los, es geht auch anders. Mit Lava. Was zum... Achso, okay. Ein paar Mal klicken. Wir müssen unbedingt einen Auto-Dropper oder sowas bauen. Ach du Scheiße, hab ich mich gerade erschrocken. Haha? Warum speichert ihr das nicht ein? Keine Ahnung. Passt schon irgendwie. Ach, Mann. Ach, ich habe heute echt nicht unbedingt den besten Tag. Redstone. 2 Gunpowder, 2 Blaze Powder, okay. Und ein paar Mal klicken wieder. Und wir haben 8 Redstone. 2 davon. 2 davon. Passt. Warum auch immer er das hier nicht einspeichert. Warte mal, wenn ich es andersrum mache. Ah, okay. Wenn er mit dem Rezept komplett durch ist, dann speichert er es nicht mehr ein. Gut zu wissen. So, ich packe hier mal überall 2 Stück rein. Dann haben wir hier überall ein bisschen was drin. Und jetzt kann ich die Quests weitermachen. Noch mehr Eisen. Viel mehr Eisen. Ach, dass wir den Kram hier nicht automatisieren können, das nervt mich irgendwie. Da muss ich mir mal ein bisschen Gedanken drüber machen, wie man das Zeug automatisieren kann. Aber was wir auf jeden Fall automatisieren können, ist den hier. Weil da gab es nämlich einen Hinweis zu einem Dropper oder sowas. Ein Crucible Inserter. Okay. Crucible. Hä? Okay, das ist irgendein Rezept, was es nicht gibt. Danke. Ja gut, Combustion Collector würde es geben. Aber den brauchen wir eigentlich nicht unbedingt aktuell. Schade. Ja gut, dann geht das doch nicht. Aber gibt es nicht irgendwo... Irgendwo war da von wegen, da und damit kann man das automatisieren. Da, Quick Dropper. Geht auch noch nicht. Warum nicht? Warum gehen die Rezepte nicht? Ja gut, dann muss ich nochmal gucken. Wir haben auf jeden Fall noch wieder ein bisschen Eisen. Aber was ich machen kann, ist eventuell den Nether Brick Casing. Nether Brick. Genau, der hat halt eine höhere Max-EU, aber ja. Noch brauchen wir es nicht. Von daher bleibt der erstmal weg. Ich würde hier aber gerne eine eigene Chest mal haben für die ganzen Teile.
Hier haben wir doch noch den Wooden. Wir brauchen irgendein Lagersystem. Okay. Habe ich hier nicht Teile reingelegt? Oder bin ich jetzt blöd? Bitte keine Antwort. Wofür brauchst du den Crucible? Ja, kannst du dich noch erinnern? Crucible, Stein rein. Nein. Darunter eine Fackel. Nein. Doch. Das ist ein anderer Mod. Aber der wird hier genauso angezeigt, dass es gemacht werden kann. Okay, wenn du meinst. Ich sehe es doch. Ja, okay. Ich hab's nicht nachgeguckt. Muss nicht gleich meckern. So. Ich würde hier gerne die Kiste nehmen. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch warten. Oh, wir sind noch bei 16 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, Fingers zugeklappt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Cheerio.